Wo Sie sind auf der Durchreise in Zürich, sind wir da in einem Hotelzimmer in der Stadt, wo Sie geboren sind, wo Sie studiert haben, wo Sie gearbeitet haben. Ist Zürich doch noch Heimat für Sie? Total. Meine Schwestern wohnen beide in der Basler Nähe. Ja. Aber für mich ist einfach Zürich die Heimat. Und auch die Sprache kommt sofort wieder, ja, wenn, sofort. Sie, wenn Sie da sind. Und da von Zürichberg, ja, das sind wir auf ein Spazieren, wo ich meine Kinder kann, was klein waren, sind sie da mit dem Großmami in der Sandhöfe gesehen, auf der, wie sagt man, Gireite? Gigamfi. Ja, und auf der Schaukel spielen. Und alle meine schönen Erinnerungen haben zu tun mit zwischen dem Römerhof und dem Sonnenberg. Und jetzt bin ich da zum ersten Mal eigentlich seit 30 Jahren wieder. In dieser Gegend? Ja, es ist, wenn man heimkommt, es ist einfach schön. Ja. Jetzt sind Sie ja in einer ganz außergewöhnlichen Situation geboren worden. Als älteste von drei Schwestern, ein winziges Wesen. Und haben eigentlich vom Anfang an müssen sofort einen ganz starken Lebenswillen dokumentieren. Ja, wahrscheinlich bin ich mit dem auf die Welt gekommen. Aber das Interessanteste finde ich, dass die Ärztin, die uns drei auf die Welt gebracht hat, eine ganz abergläubische Frau war. Sie war Ärztin und Wissenschaftlerin, aber hat doch noch den Aberglauben von den alten Leuten. Und die hat ganz früh, nachdem wir alle drei auf die Welt sind, wo meine Mutter natürlich noch schwach war, hat sie meiner Mutter eine Voraussage gemacht über die Drillinge. Und hat gesagt, die erste, nein, sie hat mit der letzten angefangen, die Drittgeborene, die 6 Pfündig war, die Eva, die sei ihr am nächsten am Herz gelegen. Rein anatomisch. Ja. Und darum hängen sie immer an meiner Mutter so am Küchenschoss und sind ihr am nächsten. Und die Zweitgeborene sagt Papi sein Lieblingskind. Und die Drittgeborene sind total unabhängig und werden so ein Pfadfinder oder ein Wegweiser, hat sie, glaube ich, gesagt. Ja. Und sie sind immer einfach on the road, immer unterwegs. Ist auch die Erste gewesen? Ja, natürlich. Ja. Und die hat das bezogen. Die Erste, die auf die Welt kam, hat natürlich den Weg eröffnen für die Geburt und ist schon unterwegs, bevor die anderen erst angefangen haben, rauszukommen. Und hat das meiner Mutter gesagt. Meine Mutter hat natürlich behauptet, dass sie nicht abergläubisch ist. Aber die haben uns so erzogen, dass ich einfach unabhängig war von Anfang an und auf den eigenen Füßen musste stehen. Die Erika war total ein Papi-Kindli gewesen. Und Dave war total ein Mutterkindli gewesen. Und es ist also wahr geworden. Aber nicht, weil die recht hatte. Einfach, die hat das meiner Mutter so eingepflanzt, wo sie so empfindlich war. Dass sie uns so gern. Ja. Ja. Jetzt habe ich mir das mal vorgestellt, Drilling zu sein. Wir haben Zwillinge in der Schule und einen immer rosa anzogen, das andere immer hellblau. Und dann, um den Lehrer zu ärgern, haben sie sich andersrum angezogen und man hat sie nie können voneinander unterscheiden. Es ist schon ein Drama für Kinder als Drilling oder Zwilling auf die Welt, wenn man ganz sich ähnlich sieht. Was mich am meisten geärgert hat, aber ich kann das erst sagen, jetzt natürlich rückblickend, ist, dass meine Eltern auch immer uns Kombinationsnamen gehabt. Rickenbädli oder Beterickli. Und da haben wir natürlich so vergewissert, dass die nicht wissen, mit wem sie reden, oder? Mhm. Die Kinder sind nämlich nicht so dumm, wie die Erwachsenen meinen. Die merken doch das sofort, wenn jemand einem nicht den richtigen Namen sagt. Und dann hat man dann die blöde Idee vor 60 Jahren, dass es goldig und interessant und schön ist, wenn die alle gleich angelegt sind. Da sind wir immer gleich angelegt worden und ich habe da hat man überhaupt keine Identität. Da waren wir schon berühmt gewesen, als wir ganz klein waren. Sind ja die grossen Lakaien, die drinnen Kübler trinken auf Martinen. Mhm. Darum sehen sie so gesund aus und brauchen Palmolive-Säufe. Darum haben sie eine schöne, gesunde Haut. Man war sehr berühmt als Drilling, aber es hat einem niemand gekannt als Person. Ja. Man war berühmt als Drilling Kübler, aber es hat niemand gewusst, welches ist Elsbeth, welches ist Eva, welches ist Erika. Und das ist furchtbar, wenn man so aufwächst. Und dann haben wir natürlich gehofft, wenn man dann in die Schule geht, die Lehrer wissen es dann schon, einer, die müssen sich ja Mühe geben, weil wir ja nicht gleich gut sind in der Schule. Und es ist komisch, weil meine Schwester und ich, besonders meine identische Schwester, wir haben uns einfach komplementiert. Ich war sehr gut in Mathematik und wissenschaftlichen Fächern und furchtbar in Sprache.
zum Beispiel einen Vortrag gegeben vor allen Leuten. Das ist, dann wäre ich gestorben. Ich hat sich auch geändert, oder? Jetzt ja, ja, muss natürlich seine Schwächen dann kompensieren. Aber dann wäre ich gestorben, dann bin ich rot geworden. Und meine andere Schwester, die konnte anstehen und Gedicht vortragen. Das hätte ich nicht können. Und dann haben wir aber immer so Durchschnittsnoten bekommen, weil die Lehrer nicht gewusst haben, welche gute sie wollen und welche schlechte sie wollen. Und das finde ich nicht richtig, man kann sich dann auch so Mühe geben. Man kommt dann immer so Durchschnittsnoten über. Und dann erst viel später, als dann Erika lang geworden ist und unsere Wege auseinandergegangen sind, dann hat das Problem aufgehört. Aber es ist also, ich wünsche, dass wir empfinden nicht, als Drilling auf die Welt zu kommen. Aber die Verbindung heute zwischen deinen drei, die ist immer noch sehr stark. Wir haben immer ganz tolle Beziehungen unter uns drei. Das finde ich heute noch fast sonderbar, dass es keine Eifersucht war oder keine Giftleien oder nichts. Aber ich glaube, das war, weil einfach jeder seine eigene Stärke hat, seine eigene Schwäche. Mhm. Ich hatte zum Beispiel gar keine Konkurrenz im Garten arbeiten. Ich bin die Einzige, die immer von außen war und den Garten geschafft hat und Bäume verklettert und einfach so von außen war. Und Dave war die Einzige, die Klavier spielen konnte und eine wunderschöne Stimme hatte. Das ist Erika und ich sind überhaupt nicht dran angekommen. Wir haben immer falsch gesungen. Jede hat so einfach seine eigenen Domänen gehabt, wenn man dem so sagen kann. Jetzt habe ich bei Ihnen einmal gelesen, dass gerade die ersten 6 Jahre in meinem Leben von meinem Kind entscheidend sind. Ja. Und ich suche jetzt immer irgendwo den Weg, den Sie gemacht haben, zur Sterbeforschung. Ob dort in diesen ersten Jahren schon ein Grundmuster war? Da bin ich furchtbar krank gewesen. Bevor ich im Kindergarten bin, da sind wir an einem Pferderennen sind wir gesessen und ich war so eine kleine Bohne. Da hat mein Vater gesagt, wir sollen einfach vor die Erwachsenen ins Gras sitzen. Und es war ganz feuchtes Gras und ich bin wahnsinnig krank geworden. Und hatte eine Lungenentzündung gehabt. Ich kann mich heute noch erinnern, wenn es gestern war, ich bin in dem alten Haus, wir haben dem das grüne Haus gesagt, bin ich so in einem Fieberdelirium die Nacht umeinander gelaufen. Und da hat mich meine Mutter gefunden im Keller unten. Und dann hat sie mich in eine Wolldecke gewickelt und mich mit einem Nachbarn auf Zürich gebracht, ein Kinderspital. Mhm. Und da bin ich wochenlang in einem Kinderspital gewesen, zwar in einem Glaszimmer. Ja. So, was man Isolierung sagt heutzutage. Und dann bin ich mit einem sterbenden Kind in dem Zimmer drin und hat mich nie jemand angelangt. Und wenn ich meine Mutter mal gesehen habe, ist sie hinter einer Glaswand gestanden. Einfach wie in einem Affenkäfig. Ja. Und ich glaube, weil ich so isoliert bin, mich nie jemand angelangt hat. Und ich war ganz schwer krank. Da hat mir noch keine Antibiotika, nichts gehabt. Dann habe ich mit dem sterbenden Kind angefangen zu reden. Und wir haben miteinander kommuniziert, also einmalig. Und mitten in der Nacht einmal ist mir ganz klar geworden, dass jetzt das kleine Kind sich entschlossen hat zu sterben und ich habe mich entschlossen, gesund zu werden. Und wir haben also unglaubliche Kommunikation gehabt. Nicht sehr viel verbal, aber wir haben uns gegenseitig geholfen. Und ich habe dort ganz viel gelernt, als ich krank war. Und dann, als ich heim bin, dann hat mein Vater mir als letzte Hoffnung, dass ich davor komme, hat man ihn gefragt, ob er mir eine Bluttransfusion gibt, weil wir früher nicht viel anderes machen konnten. Und dann weiss ich, heute noch ist er neben mir gelegen und da ist eine Krankenschwester oder eine Ärztin mit so einer Handpumpe gewesen und ich habe dann sein Blut gesehen, meine Adern in den Flüssen. Und dann hat er probiert, einen Spass zu machen damit und hat gesagt, er gibt mir jetzt Zigeunerblut. Und mit dem Zigeunerblut von ihm muss ich ja gesund werden. Und ich habe genau gewusst, dass ich gesund werde. Ich habe das aber vorher schon gewusst, bevor das Kind gestorben ist. Dass es irgendwie ein inneren Entschluss war. Und dann, als ich ganz schwach war, als ich dann entlassen wurde, mein Vater war ganz ein strenger Vater. Gar nicht weich. Er hat einfach eine Autorität. Und wenn er etwas gesagt hat, hat hat man nicht mehr können sagen. Der hat insistiert, dass ich meinen Koffer selber aufmache, zum Kleider rausnehmen, zu mich anlegen. Und ich war so schwach. Ich also fast nicht können, den Koffer, den Club. Und er ist einfach so da gestanden und gesagt, das kannst du jetzt. Und ich habe mit meiner letzten Kraft habe ich den
Deckel gerupft. Und was ist unter dem Deckel gewesen? Ein Negerbaby. Das war mein grösstes, einmaligstes Geschenk seit 60 Jahren von meinem Leben. Weil ich habe immer gesagt, ich will nicht mit weissen Babys spielen, ich will ein Negerbaby. Vielleicht, man kann das schon erklären, dass man als Drilling immer die gleichen Kleider, die gleichen Schuhe und die gleichen Spielsachen gehabt. Ob das war, einfach das anders war. Aber ein Negerkind, das war halt für mich im Begriff von Glück gewesen. Und jetzt arbeite ich natürlich auch wieder mit Negerkindli, die auch jetzt sterben. Und das ist meine grosse Liebe. Und dann habe ich das Negerbaby bekommen. Das war mein höchstes Geschenk auf der ganzen Welt. Ist dann dort schon der Gedanke gekommen, weil sie erlebt haben, wie es eigentlich nicht sollte sein, Ärztin zu werden, anderen zu helfen? Das ist halt schwer zu sagen. Intellektuell, glaube ich, hatte ich nicht so einen Gedanken gehabt. Ich hatte einfach schon das Erlebnis gehabt, von ganz jung auf, dass man auf die Kranken muss hören und dass die eben viel mehr wissen über sich selber und was ihnen hilft und was ihnen nicht hilft, als Erwachsene und Leute, die nur mit dem Hirn arbeiten, eben sich gar nicht vorstellen können. Und für mich war auch Sterben gar nicht etwas Furchtbares gewesen. Das Kindli und ich, wir haben einander so verstanden, wir haben genau gewusst, dass für sie einfach keine Energie und Wille mehr da ist und dass ich den Wille eben wieder anbringen und dann etwas machen aus dem Leben. Und sie hat einfach aufgegeben. Ich habe keine Ahnung, was sie gestorben ist oder irgendetwas. Aber das war meine erste quasi Freundin gewesen. Ich habe auch von Ihnen einmal gehört, dass Sie sagen, es gäbe keinen Zufall. Mm-mm. Und ich bin da nicht ganz... Also ich habe immer das Gefühl, es gibt etwas, nämlich genau das, was das Wort sagt. Es fällt einem etwas zu. Ja, nur verstehen die Leute heutzutage das Wort Zufall als reine Coincidence. Ja. Etwas, das nicht vorgeplant war, das ist ein reiner Zufall. Es gibt kein anderes Wort dafür. Für mich, wir sagen dem auf Englisch Divine Manipulation. Mhm. Wir sagen die göttliche Fügung. Ja. Ich sage viel eher göttliche Manipulation. Ja. Sie begegnen einfach den Leuten, die sie begegnen zur rechten Zeit, damit sie auf den richtigen Weg gelenkt werden. Und also das Kind willst du hier? Ja, absolut. Für alle Menschen? Ja, und zwar machen sie den Plan. Jeder einzelne Mensch? Jawohl, jeder einzelne Mensch. Macht seinen eigenen Plan. Ja, bevor sie auf die Welt kommen. Und da könnte man jetzt aber sagen, wenn ich jetzt einen Plan habe, oder wenn das jetzt alles schon bestimmt ist, sitze ich mich einmal ins Stuhl und warte, dass alles so läuft, wie es muss laufen. Ja, sie sind verantwortlich. Sie können nur ihren eigenen Plan erfüllen, wenn sie eben offen sind auf die göttliche Führung oder Manipulation oder was viele Leute sagen, Zufall. Mhm. Sie können schon nicht nur zurücksitzen und sagen, ja, es passiert ja sowieso. Es passiert halt nicht sowieso, wenn sie nicht aktiv mitmachen. Ihr ganzes Leben ist ja nur die Folge von ihren eigenen Wahlen. Sie müssen sich ja heute entscheiden, ob sie hier hochkommen, das Wochenende mit mir da verbringen oder ob sie lieber in Kino haben, zum Beispiel. Mhm. Das hängt ja jeden Tag von Hunderten von Wahlen. Entscheidungen. Ja. Und ihr ganzes Leben, am Ende von ihrem Leben, ist die Konsequenz von jeder Entscheidung, die sie jeden Tag treffen. Auch von denen, die man nicht getroffen hat? Oder? Ja, natürlich. Und das sind sie und sie allein verantwortlich. Wir sind schon 100% verantwortlich, was bei uns im Leben passiert. Und wenn schlechte oder schwere Sachen passieren, ist das ihre Wahl, ob sie zu dem auskommen, ganz verbittert und resigniert, oder ob sie etwas Positives daraus machen und eben lernen davon und eben einfach wachsen daraus. Ich habe jetzt eben auch daran gedacht, ich hätte es jetzt leicht zu sagen, also mein Plan wäre ein sehr gütiger Plan von meinem Leben bis jetzt. Also ich habe auch immer, irgendwie ist es immer gegangen, wenn ich etwas gebraucht habe. Aber Sie haben viele Menschen kennengelernt, die einen sehr harten Plan haben, wenn wir jetzt einmal von dem Plan reden. Und daran bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben, wenn Sie sagen, man ist eigenverantwortlich für alles, was passiert. Weil Sie machen den Plan. Was macht sie können denn auch, können sie blamieren und sagen, ja, der Herrgott ist ungerecht, wieso schickt er mir jetzt ein Schicksal? Jetzt habe ich doch schon das Kind verloren und jetzt stirbt mir noch ein zweites Kind und dann gräbt man mein Haus ab und dann läuft mir der Mann davor, das habe ich doch nicht verdient. Mhm. Ja, wissen Sie, wenn Sie 50 Jahre später dann zurückschauen auf all die sogenannten Schicksalsschläge,
dann verstehen sie vielleicht, warum das alles passiert ist, weil ohne die sogenannten Schicksalsschläge wären sie gar nicht fähig, das zu schaffen, was sie dann schaffen. 50 Jahre nach all diesen sogenannten Tragödien. Ich habe immer noch ein bisschen Mühe mit dieser Wahl. Also ich glaube schon, dass sie viel daran haben, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt dann eben auch eine Schuld, dass man eine Schuld, wenn einem alles schief geht im Leben, dass man dann plötzlich sagt, bin ich schuldig, dass ich so falsch bin? Ja, wissen, wenn man die falschen Wahlen trifft, muss man natürlich Konsequenzen von seinen Wahlen auch tragen. Das ist und klar. Wie erkennt man, ob eine Wahl richtig ist oder falsch ist? Das merken sie innerlich. Das müssen sie ganz genau innerlich. Wenn die Leute ein bisschen ihre geistigen Quadranten eröffnet haben und ein bisschen intuitiv werden, dann merken sie ganz genau, dass sie auf dem falschen Weg sind. Mhm. Wenn alles schief geht, alles, was sie planen, tut man ihnen irgendwie einen Steinberg legen. Es geht alles nicht vorwärts. Es gibt Leute, die dann sagen, es ist nicht synchronisiert. Mhm. Dann merken sie, dass sie entweder zu viel vorwärts drängen wollen und schnell vorwärts machen wollen oder dass sie auf dem falschen Weg sind. Dann müssen sie halt mal anhalten und ein bisschen Rückschau halten und schauen, ja, was mache ich falsch. Und dann merken sie, es werden ja ein Haufen Leute, wie sagt man es, Vaterunser, und sagen, dein Wille geschehe nicht meine. Ja. Man sollte auch sagen, zu deiner Zeit und nicht zu meiner Zeit. Das sollte man nämlich noch zufügen. Weil sie partout etwas durchdrücken wollen. Aber vielleicht ist die Zeit gar noch nicht reif dafür. Mhm. Vielleicht sind sie 2 Jahre voraus. Und dann müssen sie halt lernen, Geduld. Dann müssen sie halt lernen, ein bisschen zurücksitzen und schauen, wo ist ihre Ungeduld. Mhm. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann heisst das, dass einem sehr viel Unglück passieren kann. Das aber es beim einzelnen Lied, was er daraus macht. Ja, kommt ja in jedem Leben kommen ja Schicksalsschläge. Ja. In jedes Leben kommt Verlust und Todesfälle und traurige Sachen. Und unsere freie Wahl ist, was wir mit dem machen, was uns das Leben schickt. Ob wir das in eine ganz negative, traurige Sache machen und unsere ganze Umwelt anstecken damit und traurig machen. Oder ob wir Fähigkeit haben, aus dem etwas zu lernen und innerlich zu wachsen. Und der ganze Zweck des Lebens ist ja eine geistige Entfaltung, oder wie sagt man, dass man wächst, spirituell. Geistig? Ja, das Leben ist ja eine Schule, wo man muss Sachen lernen und wo man auch muss Sachen anderen beibringen, oder? Man ist immer ein Schüler und ein Lehrer zur gleichen Zeit. Und wenn man gelernt hat, was man kann zum Lehren und der andere gelernt hat, was man kann lehren, dann kann man fertig machen. Matur hat man bestanden und kann dann wieder heim, wo wir alle herkommen. Ja. Und das begreifen die Leute heute noch nicht. Das sagen viele Leute, sagen viele Leute, ja, ist es traurig, jetzt muss das Kind mit 8 Jahren sterben, das hat ja gar noch nicht gelebt. Ja, das Kind hat alles gemacht, was es hat müssen machen. Es kommen ganz viele Kinder auf die Welt, die schwer geschädigt sind, die überhaupt nie eine geistige Entwicklung haben, die ein gesundes Kind hat. Oder ein kleines Kind kommt auf die Welt als Mongoloid. Oder stirbt mit 6 Jahren an einem Hirnstammtumor. Ja, wissen Sie, was die Kinder alles lernen können? Denn das sind Kinder, die nur Liebe kennen. Und die lernen Compassion, wie sagt man dem, Mitgefühl und Verständnis und bedingungslose Liebe. Und wie das Leben von den Eltern ändert, wenn man so ein Kind hat, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man das annimmt. Gar nichts anderes können die so viel lernen in so kurzer Zeit. Mhm. Ja, man muss eben immer beide Seiten von der Münze anschauen. Schwere und auch das, was man dann daraus lernen kann. Ich mache jetzt einen ganz grossen Sprung wieder in Ihre Biografie. Und zwar haben Sie ja an einer Universität in Amerika die Seminar gemacht. Tod- und Sterbeseminar. Und das war in einem überschaubaren Rahmen, gewesen, mehr oder weniger an dieser Universität. Und dann hat eine Zeitung, sie war live, gewesen, einen Artikel gebracht darüber. Und über Nacht ist das... Das habe ich gerade gefragt. Ja. Ich bin so schön im stillen Hintergrund, habe ich meine Arbeit machen.
einen Sterbenden besucht, einen goldenen Pfarrer gehabt, der mit mir zusammen geschafft hat. Er war schwarz, ich war weiss, er war ein Mann, ich war eine Frau. Er ist von Religion und Theologie gekommen, ich bin von Wissenschaft und Medizin. Wir haben uns einfach total komplimentiert, aber wunderbar. Und der Zweck war eigentlich, um an eine universitätsmedizinische Klinik beibringen, dass man eben Sterbenden nicht nur den Arzt schickt, der alles macht, solange der Patient uns befriedigen kann als Arzt, das heisst gesund wird. Und dann, wenn er uns nicht mehr befriedigen kann mit unseren Bedürfnissen, dass wir die Leute gesund machen, dann lässt man es gehen und holt dann den Pfarrer. Das finde ich einfach nicht richtig, weil meistens Pfarrer werden geholt, wenn die Leute schon bald nicht mehr reden können und die haben keine Beziehung zueinander. Und der Patient gibt dann auf, weil er eben schon verlassen worden ist. Und wir haben immer beide miteinander die Leute besucht, sobald man eine Diagnose gehabt von einer Möglichkeit vom Sterben an dieser Krankheit. Und sind gut befreundet worden mit den Leuten, haben dann ihre Schwäche, ihre Stärke gekämpft, Familie gekämpft. Und es braucht sehr wenig Zeit, um so etwas zu machen, weil man eben total tuned in ist mit den Leuten. Und dann haben wir einfach total fremde Patienten geholt, die wir also nicht gekannt haben. Wir haben nie eine Krankengeschichte gelesen. Ich wusste, es ist eine 16-Jährige, die akute Leukämie hat, Lebenserwartung vielleicht 2 Wochen, also mit so jemandem muss man doch reden können. Dann haben wir die in das Seminar geholt, hinter mir so ein Spiegel, wo wir privat waren. Die Patienten haben immer gewusst, dass da 80, 90 Medizinstudenten, Theologiestudenten, Krankenschwestern sitzen. Und haben immer freie Wahl gehabt, ob sie vor dem Publikum reden oder hinten dran. Nur eine Opernsängerin wollte vor den Leuten reden. Mhm. Aber das war natürlich ihre Persönlichkeit. Und dann, weil wir die auch nicht gekannt haben, die Leute, hat man eben den Studenten können beibringen, wie redet man mit einem total Fremden, um zu schauen, wo er ist, wie es ihm ist, kann man darüber sterben oder will er über das Leben oder was reden. Und es war ein herrliches Seminar. Und das war einfach mein ganzes Lebensglück. Die Leute waren so dankbar, weil sie das Gefühl hatten, sogar im Sterben können sie noch etwas beitragen. Sie sind unsere Lehrer. Ja, das waren total unsere Lehrer. Ich hätte nicht gewusst, was ich machen musste, wenn ich nicht einen Patienten hatte, der das mitgemacht hätte. Und dann kam der Life Magazine gekommen, und dann hatte ich einen alten Mann auf dem Programm für diesen Tag. Und dann ist der ganz kurz vor dem Seminar gestorben. Und ich hatte ganz wenig Minuten gehabt, und ich musste einen anderen Patienten haben. Und ich hatte keine Ahnung, wenn ich ein Erlebnis bekomme, so einen Patienten zu haben. Es gab bei mir eine Woche, bis ich ein Erlebnis hatte, mit einem Patienten zu reden darüber. Und dann lief ich an dem Zimmer vorbei mit einem jungen, schönen Mädchen. So mit langem Haar. Ein richtig schönes Mädchen, ganz jung. Und hat mir jemand gesagt, die hat akute Leukämie. Und dann habe ich den Kopf hineingestreckt. Und dann gesagt, wollen Sie gern im Life Magazine sein? Und die hat nur das Wort Life gehört, Leben. Mhm. Und dann gesagt, im Life Magazine, Gott, was wäre das für ein Geschenk? Und dann gesagt, hören Sie, wir haben ganz wenig Zeit. Ist Ihnen ganz ernst, Sie sind in allen Heften, nachher vielleicht auf der ganzen Welt. Und was sagen Ihre Eltern dazu und Ihre Verlobten? Und die haben gesagt, ja, das ist doch meine Entscheidung. Da könnte ich doch einen Beitrag leisten. Mhm. Sie hat nicht gesagt, für die Menschheit, aber die hat das genau gewusst. Da habe ich gesagt, gut, dann gehen wir. Dann sind wir gegangen. Und das war also das schönste Interview gewesen, weil die einfach genau gewusst hat, dass sie ganz kurze Zeit zum Leben hat. Und dass sie noch irgendetwas hat beitragen wollte, dass die Leute wissen, dass man so jung sind und trotzdem so weiss. Mhm. Und hat nicht an Herrgott geglaubt. Und hat ganz ehrlich darüber geredet und gesagt, ich wette ja schon, dass es einen gibt, aber ich bin nicht sicher, ob es einen gibt. Und wenn es einen gibt, vielleicht bin ich dann doch froh, dass ich wenigstens die Möglichkeit annehme, dass ich vielleicht eben doch existieren kann. Ganz ehrlich und offen, keine Balloni und nichts. Und das war ein herrliches Seminar. Und dann, natürlich, als das Heft rauskam, dann ist, wie sagt man dem, der Teufel losgegangen. Ja, ja. Hat also kein Arzt mehr mich angeschaut, die hat mich behandelt, wie wenn ich Lepra hätte. Warum haben denn Ihre Kollegen überhaupt so reagiert? Einer hat es wahrscheinlich am besten beschrieben, hat gesagt, wieso macht die Frau uns berühmt für sterbende Patienten, wenn wir jahrelang uns Mühe geben, berühmt zu werden für unsere grosse Krebsforschung und unseren Erfolg mit Krebspatienten. Ich bin froh gekommen, wie wenn ich
Mein Lebensziel wäre, ein Spital berühmt zu machen für die sterbenden Patienten. Mhm. Wissen, dass man natürlich keinen Arzt zugeben, dass die Leute sterben in dem Spital. Mhm. Die wollen die Statistik, dass so und so viele Leute gesund werden. Das begreife ich intellektuell schon. Aber dann braucht man eben nicht, Patienten zu behandeln, wenn sie jetzt meine Wünsche nicht mehr erfüllen können. Den Leuten muss man doch gleich schauen. Oder? Das ist doch ein Arzt sein. Heisst doch nicht nur Arzt sein, wenn sie gesund werden. Und wenn sie nicht gesund werden können, dann soll jemand anderes schauen. Aber es hat ja auch eine Reaktion aus der ganzen Welt. Ja. Auf den Artikel. Ich habe Briefe bekommen, also tausende von Briefen. Ich habe Briefe bekommen von Indien, von jedem Teil der ganzen Welt. Leute, die selber Leukämie haben, haben dem Mädchen geschrieben, sie seien nicht allein. Und wie sie bewundert über ihre Mutter, darüber können zu reden. Und es hat ihnen den Mut gegeben, jetzt einmal mit den Eltern zu reden, darüber, um sie vorzubereiten. Also, die positivste Reaktion, können Sie sich nicht vorstellen. Und die ganze, was Sie nachher gemacht haben, die Reise, die Vorträge, die Workshop, das ist das ein Erfolg eigentlich von dem? Ja, Praktikum? Dann ist man natürlich berühmt worden und dann ist natürlich nicht mehr das gleiche Leben. Dann wird man überall gefragt, ob sie nicht können, an dem Spital und an dem Spital an der Krankenschwester-Schule reden. Und dann hat man kein Privatleben mehr. Als ich angefangen habe, ihre Bücher zu lesen, da habe ich gemerkt, dass sie eigentlich eine Lebenshilfe sind. Ich habe plötzlich gedacht, ich müsste anders leben. Ja, das hat nichts zu tun mit Sterben. Das hat ja nichts zu tun mit dem Leben. Ja. Sterben ist ja ganz einfach und schön, aber wenn man richtig gelebt hat, hat man eben auch keine Angst mehr vor dem Sterben. Die Leute, die Angst haben vor dem Sterben, haben dann nie richtig gelebt. Ich habe eben daran gedacht, also an Ihre Forderung, im Hier und Jetzt zu leben, habe ich gedacht, das ist sehr logisch. Ja, das mache ich jetzt im Hier und Jetzt zu leben. Also nicht mehr. Und ich ertappe mich pausenlos. Ich bin entweder vorgestern oder übermorgen. Aha. Und der Kampf vor. Ich habe einfach immer gedacht, ich muss das richtig üben. Es ist ein richtiges Training, das ich muss. Sie, wenn Sie mit sterbenden Leuten arbeiten, lernt man es, glaube ich, viel einfacher. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hausbesuch mache heute, oder gestern war ich bei einer alten Frau. Die schaue ich an, dann weiss ich genau, das ist jetzt das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Da ist man so bei dieser Frau und schaut, ob sie noch irgendwelche Fragen hat oder irgendetwas unerledigt. Jetzt bin ich aber total bei dem Menschen. Und jetzt heute Nachmittag auch wieder. Mhm. Und einfach sterbende Leute tun sie, glaube ich, lehren. Jetzt konzentrieren, weil vielleicht ist das letzte Mal, wenn ich sie gesehen. Ja, wenig Leute auf dieser Erde reden mit ihnen, wie wenn sie das letzte Mal ist, was sie gesehen. Mhm. Ciao, ich sehe dich den nächsten Sommer wieder. Ja. Die nehmen gar nicht in Kenntnis, dass es vielleicht das letzte Mal ist. Ich arbeite mit Eltern, die furchtbar nicht gut waren mit ihren Kindern. Also furchtbar. Und dann stirbt das Kind in einem Autounfall und die reißen sich die Haare aus 20 Jahre lang. Wieso habe ich mein Kind immer angebrüllt? Wieso habe ich dem Tatsch gegeben, für jeden Blödsinn, das ist doch gar nicht wichtig. Oder wieso habe ich ihn immer angeschnauzt, wenn er Trommel gespielt hat? Was machst du, wenn es so krank? Was denken die Nachbarn mit dem so Lärm? Hör doch mal auf, so Trommel spielen. Mhm. Ja, wenn das Kind stirbt, im Autounfall, die Mutter würde alles geben auf der Welt, wenn sie das Trommel noch mal hören. Wissen Sie, wenn Sie so Leute treffen, jeden Tag für Tag für Tag, dann gehen Sie heim, wenn Ihr Sohn anfängt zu trommeln, sagen Sie, danke, ich höre jetzt auf das Trommeln und finde das plötzlich schön. Es ist auch eine Sache von anderen Wertsitzen. Ja, man tut, ja. Entweder wenn man selber stirbt oder wenn man viel mit so einem Leuten rum ist, merkt man plötzlich, was wesentlich ist im Leben und was eben nicht wesentlich ist. Wissen Sie, es tut sich einfach alles umstellen, wenn man merkt, dass man eben nicht ewig zusammen ist. Dann kommt Qualität ist viel wichtiger als Quantität. Ja. Es ist wie die Leute, die in Florida wohnen. Da sind Orangen am Boden. Tonnenweise. Die Leute stampfen darüber, die lassen es nicht einmal auf. Ja, wenn ich von Alaska komme, nach Florida, dann wollte ich einen Sack voll Orangen mit heimnehmen. Und dachte, Jesus, was würde jetzt meine Eskimo machen? Sagen, wenn ich dann so eine grosse Sache, so frische Orangen bringen kann. Man nimmt alles für selbstverständlich an. In der Schweiz noch viel mehr. Wie man meint, es dauert ewig. Ja, es dauert eben nicht ewig. Vielleicht hat so ein nuklearer Unfall macht die Leute auch wieder mehr bewusst, dass eben nicht alles
ewig ist und dass man auch da nicht sicher ist und dass man eben doch furchtbar ein kleines Wesen ist im Vergleich zu was alles kann passieren. Und dass wir alle in einem Boot sitzen, oder? Auf der ganzen Erde. Ja, ja, wir sind ja alles Brüder und Schwestern, wenn das die Leute nicht mal wieder merken. Es braucht Katastrophen, um den Leuten die Augen aufzumachen. Sie haben vorhin gesagt, Kinder glauben das Leben nach dem Tod und ich weiss, dass Sie das auch glauben. Die wissen das da innen. Die reden mit ihren, wie sagt man das auf Deutsch, Spielkameraden. Ihre Schutzengel, die kleinen Kinder, reden mit denen. Und dann, wenn sie in die erste Klasse gehen, sagen sie, jetzt red doch nicht mehr so blöd, jetzt bist du doch ein grosser Bub. Und dann vergessen sie es und dann kommt irgendeine schwere Krankheit an, ein Krebs oder etwas. Und dann plötzlich kommen sie wieder in Kontakt mit ihnen. Und die wissen genau, kurz bevor die sterben, ich rede jetzt nicht vom plötzlichen Tod, ich rede jetzt zum Beispiel von krebskranken Kindern. Die wissen genau, wer auf sie wartet. Mit denen kann ich viel besser reden als mit Erwachsenen. Ich höre, ob die irgendwie einen Cue geben, dass sie von dem reden wollen. Und dann schauen sie es so anschauen. Und dann merke ich plötzlich, so zwei, drei Tage bevor sie sterben, werden sie ganz ruhig. Und dann sage ich, kannst du mit mir ein bisschen erzählen, was du alles erlebst? Und dann schauen sie sich so an, wie wenn sie durch dich durchschauen, warum du das fragst. Und dann merken sie, dass es einem ernst ist, dass man nicht will, etwas predigen oder etwas sagen, was nicht stimmt für die Kinder. Und dann sagen sie ganz seelenruhig, weisst du, der Peter und der Mami, das Mami warten schon auf mich. Das sind die zwei, die in ihrem Leben eben vor ihnen gestorben sind, am Autounfall. Die wissen das alles. Ist das Wissen für das Leben nach dem Tod, ist das, was ihnen irgendwo die Zuversicht gibt, immer wieder etwas Neues anzufangen und immer wieder zu kämpfen für etwas? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich bin einfach auf die Welt gekommen, zum neue Gebiete öffnen und die Leute to become conscious, damit sie sich bewusst werden. Ja. Dass man nicht, weil jemand Krebs hat und man nicht mehr medizinisch viel helfen kann, dass man eben den Leuten gleich noch helfen kann. Negativität lebt ja nur von Negativität. Und wenn sie können aufhören damit und ich kann aufhören damit, dann hört es eben einmal auf. Und sie können nur Frieden bringen auf der Welt, wenn sie selber Frieden haben in sich innen. Und das ist ansteckend. Ja. Das ist so viel einfacher als immer. Weil jemand umgebracht hat, müssen sie dann die auch umbringen. Das gibt ja eine Kettenreaktion von Mord und Krieg und Gewalt. Es klingt so einfach. Es ist einfach. Ich habe ja aus einem Workshop 100 Leute. Ja. Gewöhnliche Menschen, wie Sie und ich. Ja. Kranke, sterbende Ärzte, Pfarrer, Seelsorger. Gewöhnliche, ein Schuhmacher, ein Schreiner, die einfach den Mut haben, einmal an sich anzuschauen, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, wo bin ich negativ, auf was reagiere ich negativ? Und dann fängt ein Mensch an, ein Mensch hat den Mut zu sagen, jetzt habe ich Krebs gehabt und alle spielen Theater und tun dergleichen, wenn ich wieder gesund würde und ich muss mich jetzt einfach mit dem befassen. Und dann fangen sie an zu erzählen und dann fangen 15 Leute in dem Zimmer an heulen. Weil irgendetwas dort sie daran erinnern, an ihre eigenen Erlebnisse. Mhm. An eine Mutter, die sie nicht damit reden konnten, oder einfach etwas. Und das diagnostiziert ihnen andere, was sie für unerledigte Geschäfte haben. Ja, in 5 Tagen, 92% von diesen Leuten sind sich bewusst geworden, was ihre eigene Negativität ist und könnte ja loswerden. Und können sie dann auch später im Leben? Ja, ist das ein permanent positive life change, etwas, das weitergeht, das mir weitermacht. Ja. Und dann kommen die heim und dann statt, dass sie Schwiegermutter verurteilen und sie mit Schweigen 10 Jahre lang nicht mehr Kontakt haben, sagen sie, ja, 10 Jahre vom Schwiegen ist genug Strafe. Jetzt bringe ich dir morgen Muttertag, jetzt bringe ich dir mal Blumen und sage, jetzt machen wir Frieden. Ja, wenn dann die Schwiegermutter ihnen die Blumen ins Gesicht rührt, hat das gar nichts zu tun mit ihnen, das ist der Schwiegermutter ihr Problem. Aber sie haben doch Frieden gemacht. Wenn dann die Frau den nächsten Tag stirbt, haben sie eben keine Trauerarbeit. Sie sind schon traurig, dass sie 10 Jahre lang das für nötig gefunden haben, mit ihr nicht mehr zu reden. Aber sie sind wenigstens Frieden, dass sie noch, bevor es spät war, Frieden gemacht haben. Mhm. Wenn sie es aber nicht machen und die Frau stirbt am nächsten Tag, dann kaufen sie den grössten Blumenarrangement auf den Sarg. Ja, das hilft kein Mensch außer dem Blumenhändler.
Verstehen Sie das so? Und es bleibt, das sind eben dann die, von dem, die unerledigten Schäden. Schuld muss man beichten. Das ist wahnsinnig wichtig, dass man es Menschen kann mitteilen kann, die sie nicht verurteilen. Die wissen, was bedingungslose Liebe ist. Wenn sie können beichten, was sie sich schuldig fühlen, ob das jetzt wirklich ist oder sich selber vorstellen, spielt das gar keine Rolle. Sie müssen das beichten an einer Gruppe von Menschen, die sie nicht verurteilen. Und wenn es echt ist, dann werden sie ganz viele Tränen darüber rauslassen. Und dann das Einzige, was sie noch machen, ist sich selber vergeben. Und das ist am schwierigsten. Sobald sie sich selber vergeben, ist ihnen auch vergeben. Und dann lernen sie mal anderen Leuten auch zu vergeben. Aber man muss mit sich selber anfangen. Und das müssen die Leute wieder lernen. Es ist nicht so kompliziert. Ja, ich denke jetzt eben gerade daran, eigentlich fast ein bisschen, also neidisch ist jetzt falsch gesagt, aber dass jetzt eigentlich wenig Menschen die Gelegenheit haben, in so einen Workshop zu kommen, wenn man es vergleicht. Ja, tausende von Leuten. Wissen Sie, wenn Sie einem Menschen helfen, gibt es ja wahnsinnig gute Reaktionen. Sie müssen nur mal schauen, was passiert in Ihrem Leben, weil ich nehme jetzt an, Sie haben ein Kind. Und Sie war am Morgen stehen Sie auf und sind ganz sauer und hässig und eklig. Und dann brüllen Sie Ihre Kinder an. Und den Mann, dann machen Sie aus Revanche keinen Morgen. Und alles wird angehäkelt und die gehen alle zum Haus aus in Tränen und unglücklich. Ja, die Kinder geben dem einen Hund schon ein Kind, der im Garten draußen ist. Und dann kommen die anderen Kinder, die die Schule mitnehmen, und dann machen sie mit denen Krach. Dann haben schon 10 Kinder schon angesteckt mit ihrem Hessen gewesen. Und dann kommen sie in die Schule, dann machen sie die Lehrerin verrückt und die Lehrerin schickt sie zum, weiss nicht, wie man dem sagt, der Prinzipal da. Zum Schulchef. Zum Schulchef. Und der Schulchef schickt das Kind heim mit einem Brief und ist eigentlich eine Reaktion von negativ. Und der Malarzt hat eine Sekretärin aus und die Sekretärin an ihrem Geliebten. Sie haben keine Ahnung, wie viele Leute sie kontaminieren mit ihrem schlechten Laune. Und den nächsten Morgen sind sie immer noch sauer. Aber weil sie mit bedingungsloser Liebe mal und Disziplin groß geworden sind, haben sie eben genug Disziplin, jetzt ihre schlechte Laune mal in eine Schublade zu tun. Nur 20 Minuten machen sie einen guten Kaffee, machen ihre Rock'n'Roll-Musik, wenn sie ältere Kinder haben, und geben ihnen einen Kuss und einen Hack und tun es einfach zur Tür aus mit dem Morgen und einem Kuss mit Liebe. Und dann können sie die Tür zuschlagen und in ihr Zimmer gehen und eben ihre Wut rauslassen. Nicht auf einem Lebigen, nicht auf ein Tier oder einen Menschen, aber auf einem Matratze und einfach alles rauslassen. Und dann kommt sie ihnen, woher ihre Ressentiment, ihre Wut kommt. Ja, dann schauen sie mal die Familie am gleichen Abend, wie die heimkommen. Es ist wie Tag und Nacht. Sie haben keine Ahnung, wie viele Leute mir anstecken im Verlauf von 24 Stunden. Also das von diesen Zentren eine Kettenreaktion ausgeht, ja, aber eine positive. Es gibt ein wunderbares Buch, das heisst «Der 100. Aff». Kennen Sie das? Nein. Das ist eine Forschungsarbeit, wo ein Mann in Pazifikinseln hat der Affen studiert und hat gesehen, dass die plötzlich anfangen, den süßen Herdöpfel im Wasser, im Meer zu waschen, bevor sie es essen. Ganz ein ungewöhnliches Benehmen für einen Affen. Am zweiten Tag haben 2 Affen das gemacht, am dritten Tag 3 Affen und die sind sprachlos gewesen. Und wo der 100. Affe seinen Herdöpfel gewaschen hat, an diesem Tag, haben sämtliche Affen von der gleichen Rasse auf ganz weit entfernte Insel im gleichen Pazifik-Ozean haben ihre Herdöpfel gewaschen. Und das ist ein universelles Gesetz. Wenn genug Leute inneren Frieden finden und eben die Leute wieder nicht verurteilen, aber probieren zu verstehen, es braucht irgendwie eine kritische Masse oder eine kritische Menge. Und dann machen alle Leute das Benehmen mit. Und sie wissen nie, ob sie der 100. Aff sind. Verstehen Sie symbolisch, wenn ich das meine? Und das passiert jetzt auf der Welt. Wenn genug Leute ihre Wahlen treffen aufgrund von bedingungsloser Liebe und nicht aufgrund von Angst, dann gibt es irgendeinen kritischen Moment, wo wir alle das lernen. Und ich wünsche mir das. Ja, das passiert schon. Zwar ziemlich lieb. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns helfen, der 100. Aff zu werden. Danke. Ich hoffe, dass das der Titel ist auf Deutsch, wahrscheinlich schon.